Hallo und herzlich willkommen bei ActiveVolt. Ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen ein Überraschungspaket geholt. Ich dachte mir so, 100 Teile wird ja nicht so groß sein. Nicht bei eBay Kleinanzeigen, schon bei eBay erst mir das geholt. Und naja, dann kam dieses wunderschöne Paket hier an. Ja, riesengroß. Also werde ich jetzt diese ganzen 100 Teile einfach mal aufmachen. Sie einfach mal hinschleudern und dann gucken wir einfach mal, was denn da so bei rumkommt auf jeden Fall, würde ich einfach mal sagen. Ich würde einfach mal sagen, let's do it. Das erste ist so eine Partykette so für Kindergeburtstage. Ja, da fängt das schon mal gut an. Dann habe ich auf jeden Fall irgendwas, was auch doppelt ist. Nämlich irgendwie was von der Monster High. Das habe ich sogar doppelt da drin. Nehme ich gleich nochmal. Boah. Dass irgendwas Doppeltes, glaube ich, habe ich mir schon erwartet. Heute nochmal wieder was Happy Birthday. Also ich kann bald so einen richtig großen Kindergeburtstag feiern. Oh ja, falls ich mal Gartenarbeit machen will, definitiv auch was dabei. So ein Laberbeutel, no problem. Wieder was für ein Kindergeburtstag. Design Fotokarton. Yay, brauche ich auf jeden Fall. Doppelkarten. Ja. Pflanzen fürs Aquarium. Kann man jetzt hier nicht so gut sehen, aber sind auf jeden Fall da. Partyhüte, immer wieder so ein bisschen Doppelkarton, Luftballons, eine Null, eine Kerzennull, falls ich mal 0 Jahre alt werde irgendwann, einen Waschhandschuh, boah, geil, ein Tischläufer, was das hier immer ist, also irgendwie so ein Tischläuferzeug da. Dann hier zweimal so wieder so Partyhüte, naja, warum nicht? Das ist ja witzig, kann man es ja sehen, so ein Hahn mit so einem Teil, so einfach mal Zigarettenfilter sogar mit Preis dran, ja super. Einfach mal Garn oder Wolle oder sowas, ja. Dann auf jeden Fall hier auch noch eine Luftmatratze. Also, ja. Weiß nicht genau, wie gut die ist, aber jetzt kann ich auf jeden Fall auch draußen oder mal im Zelt pennen. Luftballons, Abflussschaufel oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Falls jemand weiß, was es ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Wieder Doppelkarten, ein Schal oder sowas. Ich weiß nicht genau, was das sein könnte. Für meinen Staubsauger und Staubsaugerbeutel. Einen Schubladenteiler. Geil. Pflanzen für mein Aquarium oder für irgendwas anderes. Luftballons! Noch eine Kerzennull. Also wenn irgendjemand demnächst mal 100 Jahre wird, vielleicht finde ich ja noch eine 1. Irgend so ein Spray für Hunde gegen Zecken. Auch vielleicht für Katzen. Vielleicht kann ich damit Lisa behandeln, aber ich bin mir da noch nicht so ganz einig. Mal gucken. Geil, so ein Jacke, Hemd, keine Ahnung was. Auf jeden Fall rauf da. Dann das Ganze auf jeden Fall nochmal in weiß, aber hier ist auch noch so ein weißer Faden. Sieht man den, ja. Objekt Papercraft hier. Sieht man hier so schön. I don't know, was ich damit machen soll. Ist auf jeden Fall so ein Dog drauf. Naja, mal gucken. Geil, ein Unterkleid. Bom, bom, bom. Wieder was von der Monster High. Yay. So ein Spielknochen für den Hund. Eine Smartphone-Hülle. Hier ist auch noch der Preis dran. 4,50. Wow. Ich habe da mal gerade mal ein bisschen was mit Ramsch weggepackt, weil da jetzt immer noch ein bisschen Ramsch kommt, weil es ist ein 100-teiliges Set. Und ja, Männersocken. Warum gibt es eigentlich auch die für Frauen dann? Das scheint Portemonnaie zu sein. Oh, und hier so eine nette Mappe, wo ich auf jeden Fall ein bisschen was reinschreiben kann. Oh, warum nicht? Sogar Preis dran für 79 Cent. Wow. Ja, goldener Beutel. Dann hier so ein paar Mappen. Ja, warum nicht? Müllbeutel. Yeah, sollte in jedem Haushalt nicht fehlen. Eine Handyhülle, die man sich umhängen kann. Ich weiß, jetzt habe ich es leider nicht gesehen, für welches Handy. Soll aber angeblich schon ein bisschen was kosten, so 12 Euro. Ja, warum nicht? Garn, Bügel, Flickstoff. Yay. Dann wieder Luftballons. Ja, I don't know, was das sein soll. Auf jeden Fall kann man hier noch. Ja. Wenn ihr wisst, was es ist, immer in die Kommentare schreiben. Immer in die Kommentare. Schulterpolster. Ja, nehmen. Ich werde auf jeden Fall nähen können. Hier sind noch ein paar Mappen. Bisschen Nähnadeln. Dann habe ich hier so einen Pott, wo Buxus draufsteht. Okay. Socken ohne Gummiband 43 bis 46 Zweierpack, yay! Soll angeblich 3,99 kosten. Yay! Hier Luftballons. Schnürsenkel. Denn hier so ein Metallfahrrad, wo so ein Ei drauf ist, mit so einem Pott drinne. Soll angeblich 9 Euro kosten. Ja, warum nicht? Also sieht auf jeden Fall süß aus. Also der sieht knuffig aus, ja. Wieder Filter. Das ist hier irgend so ein komischer Unterpott, keine Ahnung für was. Luftballons. Irgendwas für Bio-Pflegewindels, keine Ahnung was.
120 Blätter ist vielleicht einfach nur Bio-Klopapier. I don't know. Babykleidung! Yay! Sieht man hier nicht so gut. Ich probiere es hier mal so ein bisschen. Shit, das ist so eine. Ach, egal. So. Hier habe ich so einen Buchständer. Oh, super. Keine Ahnung, was es ist. Soll denn ein Kleidungsstück sein? Na, I don't know. Dann habe ich hier noch so eine Umhäng-Handyhülle. Diesmal aber auch nur für 5 Euro. Mann, wird immer billiger hier. Ein Waschmaschinen-Schonbezug. Super. Ein Notizbuch. Das sieht ja sehr, ja, interessant aus. Auch so eine Entschuldigung, keine Bettdecke, so eine Tischdecke würde ich eher sagen. So fühlt sich so an, naja, ja, kann man vielleicht mal benutzen. Bei irgendwelchen Partys. Einfach mal Dahlien, Blumen, Zwiebeln. Ja, okay, hier ist sogar richtige Sand noch so drin. Yay, ein Glück ist ja nicht ausgelaufen. Hier irgendwelche Polster, die man unter die Möbeln packen kann oder so. Schätze ich mal irgendwie sowas. Spielzeug für die Katze, yay. Duschvorhang, yay. Terminkalender, juhu. So, ich habe mal wieder ein bisschen aufgeräumt, denn ein bisschen was kommt hier nämlich noch. Ein Lichterkettenorganisator habe ich hier. Da kann man wohl Lichterketten mit reintun. Ich guck mal gerade, ob da Lichterketten drin sind. Scheint nicht der Fall zu sein. Auf jeden Fall könnte ich da Lichterketten reinorganisieren. Juhu. So viele Sachen, die ich an Weihnachten verschenken kann. Juhu. Ein Notizbuch. Yay. Irgend so einen Holzschriftzug. I don't know wofür. Richtig alte, glaube ich, große Batterien einfach nur. Mal gucken, wo ich die verwenden kann. 6 Partypicks. Yay. Eine Kissenhülle soll das hier sein. Wieder so ein Hundespielzeug. Irgendwas aus Metall hier. Ich kann aber nicht ganz genau sagen, was das sein soll. Irgendwas mit einer langen Schnur. I don't know. Ein Star Wars Cover fürs iPhone 6. Das ist mal geil. Scheiße, ich habe kein iPhone 6. So ein Klebestift oder sowas in der Art für ein Office auf jeden Fall. Wieder irgendein T-Shirt oder sowas. Keine Ahnung. Preis ist dran. Weißes Papier. Okay, warum nicht? So ein kleiner Kinderhut für 6 Euro. Ja, kann man auch machen. Wieder so ein Organisierungsheft. Bananen-Going. Ja, warum nicht? Mal gucken, wenn ich das verschenken kann an Weihnachten. Wer es jetzt sieht, frohe Weihnachten. Ne, frohes Fest. Wieder so 2 Handschuh-Waschlappen. Hier sind 2 übrigens. Das hier scheint so eine Kinderhose zu sein. Ist auf jeden Fall nicht ganz so groß. Eine Nummer 6 Kerze. Geil, ich habe 2 Nullen und 6. Ich könnte 600 werden. Wow, es geht ab. Irgendwie so Teile, mit denen du sich die Zähne auf jeden Fall reinigen kannst. Okay, warum nicht? Gesichtsreinigungstücher. Yay. Sagen ein Kulturbeutel von The One. Ein Mini-Nähset. Yay. Dann habe ich noch für Ostern einfach nur so eine Osterkugel. Und irgendwas Hello Kitty-mäßiges. Ja, das war's auch schon. Kiste ist leer, relativ viel wirklich auch reingekommen, also was man hier auch gesehen hat. 100 Teile waren das, habe ich von eBay mir geholt, natürlich auch gekauft. Hat in etwa, glaube ich, 25 Euro gekostet. Glaube ich, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Wenn ihr gerne mehr sowas sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wenn ihr denkt, hey, cool, das wollte ich schon immer mal haben. Schreibt mir auf jeden Fall auch an, vielleicht ist es noch da und vielleicht schicke ich euch auch gerne vorbei. Mal gucken. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt auf jeden Fall das Wetter, genießt den Tag und so weiter. Und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, sagt hier der Aktivolle. Tschüss.